Wir wollen gerne mit Lust, mit Esprit und auch mit Lebendigkeit eine Diskussion in Gang setzen und das ganz ohne Diktat. Weil wir unsere genossenschaftliche Verantwortung auf eine ganz besondere Art leben und pflegen, heißt für uns Erfolg haben, eben auch teilen. Und das bezieht sich auf unser Kerngeschäft, wenn wir unseren Erfolg nehmen und Ende Jahr dann unsere Kundinnen und Kunden am Erfolg beteiligen, aber auch für unser Engagement für die Gesellschaft, wo wir eben die ganze Schweiz mit einbeziehen. Und man kann auch sagen, Kunst bietet uns eigentlich sogar Vorbilder für ein kreatives Um-die-Ecke-Denken. Ich habe gerade vorderan gesehen, an so einer Karton angemalt mit Grau und haben mir überlegt, was will uns das sagen? Vielleicht sollten wir schauen, in Sachen Verpackung uns zu überlegen, brauchen wir das noch, wollen wir das noch, woher gehen wir, was wollen wir in Zukunft machen mit unserer ganzen Verpackung. SMS-Fenster hieß es und ich sollte ein Tier zeichnen, malen, mit einer Sprechblase. Und in der Sprechblase sollte eine Frage stehen. Aber er hat dann angefangen und hat mir die Frage gestellt, was ich für Kunst mit nach Hause nehmen würde. Und meine Antwort war die Zeichnung, die er gemalt hat. Also. Kids West macht Materialien zeichnen und nachher machen wir aber manchmal machen wir Theater machen. Wir zeichnen, mit Knet machen und so weiter. Also wir tun mehr malen, also mit Flüchtlingskindern arbeiten zusammen. Künstler sind auch Künstler und Künstlerinnen Seismographen für die Gesellschaft. Die haben ein Sensorium, gute Antennen und dann haben sie Mittel, Sachen auszudrücken, die man sich vielleicht gar noch nicht so richtig fassen kann. Eigentlich immer zu einem Zeitpunkt, wo Neues entsteht. Und von dem her ist das absolut kluge Strategie, würde ich sagen, dass das Mobiliar auf Kunst setzt. Die Leute haben heute mehr denn je, brauchen sie Kultur, brauchen sie Kunst. Und zwar nicht nur am Bildschirm konsumiert, sondern geteilt mit anderen Personen. Also auch fast die physische Berührung, die man hat, dass sie sich austauschen können. Es ist ganz speziell, weil ich stehe jetzt hier vor einem von meinen Lieblingskunstwerken. Das ist von Jesse Wine und das heisst «Why am I doing it this way?». Wir fragen uns natürlich auch in dem Mobiliar, wie gehen wir mit Unsicherheit um. Und Kunst hilft uns eben weiter, uns mit diesen Themen zu befassen.